Hallöchen, schön wieder hier in Köln zu sein. Ist echt gut. Ihr habt auch viele Baustellen hier, oder? Wird viel gebaut, ne? In Berlin haben wir das auch überall Baustellen. Leute fragen dann immer so, wird denn da gebaut? Ich sag dann, das ist keine Baustelle. Das ist eine Performance. Da zeigen sie eigentlich die Maschinen, die wir bräuchten, um den Flughafen zu beenden. Aber schön. Kriegt ihr das eigentlich, klar, in Köln habt ihr auch immer die Frage so, ne, echter Kölner? Oder? Kennt ihr, ne? Wenn so Leute kommen, so ein bisschen echte Kölnerin, echter Kölner. In Berlin nervt mich das, auch ein echter Berliner. Wenn du wirklich jemanden fragst, ne, bist du echter Berliner? Und der sagt, ja klar, echter Berliner, vierte, fünfte Generation, echter Berliner. Wie heißt du mit Nachnamen? Buschkowski. Oder Wovereit, Wovereit, ne? Ist ein litauischer Name, bedeutet kleines Eichhörnchen. Wie passend, oder? Ist halt schön, Zuwanderung ist ja gerade Thema, aber wir hatten das schon immer. Ne, schon immer hatten wir Zuwanderung von Leuten, von Polen sind die gekommen, viele Calvinisten, die lebten die Lehren von Calvin Klein. Und danach lesen. Nee, aber das Ding ist auch, man merkt das auch an der Sprache. Wir benutzen zum Beispiel Jiddisch und Hebräisch jeden Tag. Zum Beispiel, kennt ihr den Spruch, es zieht wie Hechtsuppe? Kennt ihr das? Also kalt im Nacken zieht, zieht wie Hechtsuppe. Schon mal Hechtsuppe gegessen? Nee, schmeckt doch scheiße. Nee, das kommt aus dem Jiddischen, das kommt von Hecht super und heißt starker Wind. Was machen wir draus? Zieht wie Hechtsuppe. Oder halt so ein Beinbruch, ne? Ist ja nett gemeint, klingt aber ein bisschen brutal. Kommt auch aus dem Hebräischen von Hotzla Iberacha und bedeutet Glück und Segen. Was machen wir draus? Halt zum Beinbruch! Oder guten Rutsch, haben wir vor ein paar Monaten alle gesagt, guten Rutsch und so weiter. Kommt von Gott Rosh Hashanah, das heißt guter erster Jahrestag. Was machen wir draus? Guten Rutsch! Oder Malochen von Melacha, die Arbeit. Oder Tacheles reden, Tacheles heißt Ziel auf Hebräisch, ne, damit man zum Punkt kommt. Oder Ische, Ische, ne, kommt von Isha, die Frau. Auf Arabisch Eiche, das gleiche Wort. Ja. Oder halt Mischpoke von Mischbacha oder Mischugge, ne, von Meschugar verrückt. Also das heißt, wenn ihr nächstes Mal so einen Nazi seht oder so einen Hobby-Antisemiten oder so einen Reichslegastheniker und der sagt dann so, oh, ich muss mal loch und dann zu meiner Ische, ich werd Mischugge. Wenn der wüsste. Ja. Und sowas kommt ja nicht über Nacht in die Sprache rein. Also eigentlich, was ich damit sagen möchte, ich komme eigentlich ursprünglich aus Dresden. Die Reaktion kenne ich. Ist schon gut. Nee, ich finde es auch schon ein bisschen peinlich, was da los war mit den ganzen Nazi-Demos und so weiter. Deswegen habe ich mir letztes Jahr gedacht, ich muss was dagegen tun, ich muss auf so eine Anti-Nazi-Demo gehen. Und das ist mir aufgefallen, dass auf jeder Anti-Nazi-Demo, oder auch wenn es auch, sag mal, Anti-Atomkraft-Demo ist und sonst wie, da ist immer so ein Quoten-Hippie-Mädel dabei. Die hat Haare bis zum Arsch, lange Kleid, rennt da rum so, hey Liebe, packt über Blümchen rein, heißt Finja, jongliert irgendeine Scheiße, umarmt Bäume. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich war noch nie mit Nazis auf einer Demo. Haben die eigentlich auch so einen Quoten-Nazi-Hippie? So mit Glatze und Stacheldraht um Kopf. Rennt dann rum so, Hass, Hass, Hass. Jongliert mit Hakenkreuzen. Umarmt Bäume, aber nur deutsche Eichen. Ja? Sind hier geboren. Ja? Müsst mal recherchieren. Müsst mal rausfinden. Aber ich bin eigentlich schon in Dresden geboren. Mit 4 Jahren sind wir in die Sowjetunion gezogen. Ich weiß, also das haben mir meine Eltern erzählt. Sowjetunion, die Jüngeren, Russland. Ne? Und also die Eltern haben erzählt, wir sind da hingezogen. Und ich glaube, wir waren auf der Flucht und sind einfach falsch abgebogen. War die ja nicht scheiße genug. Nee, sind wir da hingezogen. Und später wieder zurück nach Deutschland und so weiter. Und ich dachte als Kind, ich habe Superkräfte. Weil ich habe die DDR verlassen, die DDR gab es nicht mehr. Ich habe die Sowjetunion verlassen, Sowjetunion war weg. Ich habe kurz in Bielefeld gewohnt und dann nach Berlin gezogen. Das ist echt. Ich darf Berlin nie verlassen. Das ist das Ding. Und durch die ganze Rumreiserei war es auch ein bisschen schwierig, weil meine ganze Familie ist so ein bisschen verteilt und so weiter. Und Weihnachten habe ich dann immer bei mir in Berlin, meiner kleinen Butze in Wedding, immer so alleine verbracht. Und ich fand das war immer ganz toll. Ich habe das 5, 6, 7 Jahre immer so gemacht. Weihnachten schön alleine, gemütlich. Habe mir einen Kasten Bier geholt oder 2. Schönes Buch oder ein Computerspiel. Ja, und ein bisschen vietnamesisch Essen bestellt und ein bisschen geweint, aber es war scharf. Und ja, aber das war schön. Ich habe dann irgendwie 5, 6, 7 Weihnachtstage zu Hause verbracht, alle tutti. Und dann ruft dann immer so ein ganz besorgter Freund an. Ja, wenn du dann alleine bist und so weiter. Und die sind dann, ruft dann immer an und sagt dann, oh, Stefan, ist doch Weihnachten. Du bist ganz alleine. Komm noch zu uns. Hey, wir haben zu essen, zu trinken. Du musst nicht alleine zu Hause sein. Leck mich. Ich hab die Heizung aufgedreht. Ich hab einen Kasten Bier aufgemacht. Ich guck tschechische Märchen. Lass mich in Ruhe. Stefan, du musst das nicht überspielen. Komm vorbei.
Die ganze Familie ist da, wir würden uns echt freuen. Weißt du was, wir haben sogar ein Geschenk für dich. Komm, gib dir einen Ruck. Fick dich! Ich bin nackig. Ich hab die Heizung aufgedreht. Mir geht's bestens. Stefan. Stefan, komm bitte vorbei. Meine ganze Familie ist hier. Die sind alle hier. Alle. Ich bin im Bad. Bitte komm vorbei. Ich brauche dieses Weihnachten. Und bring den Kasten Bier mit. Bitte. Dankeschön. Danke.